Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzer Map mit Story. Holzer Map am Tegernsee. Wir spielen natürlich, und ich habe das früher immer gesagt, immer habe ich das früher dazu gesagt in jeder Folge am Anfang, weil ich fand das einfach wichtig, dass das erwähnt wird, bis dann irgendwann Leute gesagt haben, du, es reicht, wir wissen's, brauchst du es nicht mehr sagen. Aber jetzt habe ich das schon so lange nicht mehr gesagt, kann ich es mal wieder sagen. Und von was rede ich? Wir spielen natürlich mit Seasons, wir spielen mit Real Man Retransmission und Simple IC. Wir spielen mit diversen Mods, die den LS ein bisschen realistischer machen, wie zum Beispiel Mais Plus haben wir hier auch drauf, samt sämtlicher Extensions. Und was wir hier auch drauf haben, ist der realistische Ladegewichte-Mod. Hoffe ich, dass der noch drauf ist. Ich hab irgendwann mal meinen Mod-Ordner hier verbockt und musste den nochmal neu zusammensortieren. Und dabei könnte das eine oder andere, oder dabei ist das eine oder andere verloren gegangen. Ich hoffe, dass er noch drin ist. Aber wie gesagt, früher im LS17, da habe ich immer gesagt, ich spiele mit Seasons, More Realistic und Gearbox Addon. Leider kein More Realistic. Ich würde ja gern sagen, dass wir mit REA spielen, aber leider tun wir das nicht. Und die Frage kam neulich auch auf in den Kommentaren. REA habe ich wieder rausgenommen, weil es einfach in vielen Situationen nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte oder wie es realistisch wäre, sondern weil es einfach wahnsinnig übertrieben ist. Ja, ich weiß, da gibt es Werte, die man anpassen kann, und ich wollte das auch immer schon nochmal probieren dann, dass ich wieder mit REA spielen kann, aber bin ich noch nicht dazu gekommen, da mal reinzugucken, was man da idealerweise anpasst. Und ich weiß, es gibt auch YouTube-Videos von anderen Leuten, die genau sagen, welche Werte man halbieren soll und so. Ich möchte das aber nach Möglichkeit selber rausfinden und selber ausprobieren und nicht einfach irgendwelche Werte halbieren, was jemand anderes sagt, weil ja mein Ziel am Ende schon ist, dass das Ganze auch realistisch wird und nicht einfach, dass ich REA drinne habe, ohne dass ich REA wirklich nutze. Sprich, ich würde ganz gerne verstehen, welche Werte ich warum halbiere, und dafür muss ich das schon ein bisschen genauer angucken im Skript. Und ja, wie gesagt, nicht einfach nur das machen, was eben ein anderer YouTuber gesagt hat. So, jetzt mal gucken, ob wir hier, welche Tore hier wohin aufgehen. Haben wir immer so ein bisschen das Problem bei diesen Toren. Ne, die hier gehen, genau, die hier gehen hier schön auf. Diese Ecke, die haben wir jetzt hier hingestellt, was eventuell ein bisschen in den Weg kommt, wenn wir die Anhänger reinstellen, aber wir fangen einfach mal an. In der letzten Folge hatten wir ja, in der letzten Folge hatten wir da hinten angefangen, die Heumaschine einzusortieren. Den Schwader konnte ich jetzt noch nicht reintun, weil ich da im Grunde den Frontlader, nicht den Frontlader, sondern den Fronthydraulik eigentlich brauche, um den hier um die Ecke zu kriegen. Und überhaupt mit dem Ladewagen hier ist nicht so ideal. Es haben jetzt auch einige gesagt, es ist doch doof, wie rum du das machst. Pack doch lieber die Ackergeräte hier rein und die Grünland. Also das ist, wie man es macht, ist immer nicht so ideal. Das ist einfach, keine Ahnung, wir hatten das Thema schon mal, vor einiger Zeit habe ich das schon mal erwähnt. Ganz viele Leute von euch haben mir ein bisschen versucht zu erklären in den Kommentaren, wie sie es daheim machen, weil ich es einfach mal wissen wollte, ne? wie das gemacht wird. Und das war super interessant zu lesen. Kann ich aber natürlich nicht alles so wiedergeben und auch nicht alles so hundertprozentig im Kopf behalten. Weil, wie gesagt, am Ende, wenn da so in den Kommentaren versucht wird zu erklären, was wo steht auf einem Hof, den man nicht kennt, die Maschinen nicht kennt, dann ist das ein bisschen kompliziert. Aber, ja, es interessiert mich doch ein kleines bisschen, wie das quasi in der Realität gehandhabt wird, und beziehungsweise hat mich interessiert und auch nach wie vor ein bisschen, wie man auf so Lösungen kommt. Also, wie man drauf kommt, wie die Maschinen einsortiert werden. Weil hier im LS ist es halt tatsächlich so, dass sich das irgendwie ein bisschen ergibt. Und auf Lost Park, gegen Ende auf Lost Park hatten wir eine ziemlich reguläre Sortierung, dass die Sachen da wirklich auch da drin waren, wo wir sie halt immer reingepackt haben. Und ja, ich denke mal fast, dass es im echten Leben genauso ist, dass man einfach im Laufe der Jahre quasi seine Sortierung einfach beisammen hat und feststellt, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Es ist einfach so, dass man im LS selten einen Spielstand über so viele Jahre quasi simuliert, so viele Seasons-Jahre sozusagen, so viele Stunden, dass das wirklich am Ende sitzt, ne, dass die Experimente vorbei sind. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, von vornherein herzugehen und was einzusortieren. Wobei ich tatsächlich schon einige Hallen gesehen habe, noch von anderen Leuten auf Screenshots und sowas, die sehr schön einsortiert sind. Und jetzt haben wir ein bisschen ein Problem, das hier rein zu rangieren, weil die Anhänger hier leider durch die Mangel an vernünftiger Federung nicht so richtig an so einem Park sich rangieren lassen. Deswegen ist, glaube ich, besser, wenn wir hier versuchen, hier so rein zu rangieren und nicht im 90-Grad-Winkel. Was ich eigentlich sagen wollte, so, wir müssen noch ein klein bisschen weiter nach vorne hier, sonst wird das nichts. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wie gesagt,
Ja, also manche Leute haben wohl ein bisschen das Talent, dass sie einfach sich die Join angucken können und die Maschinen und das irgendwie einsortieren, wobei eben natürlich auch die Frage ist, sieht zwar schön aus, wenn es einsortiert ist, ob das wirklich so viel Sinn ergibt. Jedenfalls, ja, wie das so in echt, ich meine, ich hatte das halt. Oder ist jetzt halt wirklich doof, dass sie hoch zu rangieren, weil es ist hier wirklich ein steiler Balken. Das sieht nicht so aus, aber es geht hier richtig steil rauf. Ihr könnt es jetzt sehen. Und das ist schwierig, da einen Anhänger gerade reinzukriegen. Ja, na, ich hatte das jetzt halt in echt noch nie, das Vergnügen. Ne? Ich muss ja ganz, was heißt, ich muss ganz ehrlich zugeben. Ich will das ja nicht immer sagen, ne? Ganz ehrlich, weil ich lüge euch ja sonst auch nicht an. Aber es ist halt tatsächlich so, ne? Ich habe schon mal gesagt früher, wie ich aufgewachsen bin, ist ja auch noch nicht so lange her. Wobei, es wird gefühlt auch immer länger. Manchmal da denkt man, was, so viele Jahre ist das schon her, und kriegt einen Schock. Aber ja, ne, wo ich aufgewachsen bin, wir hatten ja einige Maschinen, also sehr, sehr viele Maschinen tatsächlich. Wir hatten ja so ziemlich, am Ende so ziemlich alles. Ne? Im Grunde, während ich aufgewachsen bin, hat mein Vater immer mehr Maschinen angesammelt. Und ja, die meisten hat er auch noch. Und eigentlich hätten wir auch vorwärts reinfahren können, aber ich wollte das natürlich jetzt mal durchaus probieren, weil später steht ja dann hier auf der anderen Seite was. Und dann können wir das nicht mehr so machen, ne? Dass wir die auch wirklich so rum reinkriegen, die Fahrzeuganhänger hier. Und ist natürlich die Frage, wenn wir den hier einfach so hinstellen, könnten wir hier theoretisch noch einen anderen Anhänger hinstellen und den kleinen, den müssen wir aber dann hier so rum reinraktieren und dann noch ein Fass davor. Ist halt die Frage, was brauchen wir öfter, Güllefass oder den kleinen Anhänger? Hat natürlich auch den Mischstreuer, wobei Güllefass und Mischstreuer stehen jetzt ja auch unten gut drin, ne? Stimmt, Güllefass und Mischstreuer stehen jetzt auch unten eigentlich sehr schön. Weiß ich nicht, ob wir den unbedingt dann hochfahren müssen. Müssen wir mal gucken. Ja, was wollte ich sagen? Genau. Jetzt habe ich mich selber auf ein Konzept gebracht. Wir hatten relativ viele Maschinen im Laufe der Zeit. Und das große Problem bei den Maschinen war im Grunde, dass halt vieles draußen stand. Wir hatten nicht die Unterstellmöglichkeiten. Wir hatten einen Schuppen hinten im Garten. Der hätte sich sehr schön als Maschinenschuppen geeignet. Da hätten wir wunderbar viele Maschinen reinstellen können. Problem war halt, dass der in der Regel als Stall benutzt war. Ne? Wir hatten ja ganz früher Pferde, später dann Schafe und die Schafe, die hatten dann von ihren Winterstallen. Im Sommer waren sie auf der Weide, aber im Grunde, ne, die ganze nasse Jahreszeit waren sie im Grunde, also die Zeit, in der Maschinen eigentlich im Stall stehen, eigentlich untergestellt werden hätten müssen, waren dann die Schafe dort in dem Stall und da war das Gebäude halt komplett mit beansprucht. Na, anfangs war das nur zwei Drittel von dem Gebäude, dann war im Grunde noch ein Drittel frei, wo man noch einen Schlepper reinstellen konnte und am Ende waren es dann halt zwei Drittel. Also haben wir dann voll komplett, weil wir einfach so viele Schafe hatten, dass wir den extra Bereich noch brauchten, haben wir das einfach dann komplett für die Schafe verwendet und dann sind natürlich halt die Maschinen draußen gestanden. Wir hatten dann ein Vordach, ne? Also mein Vater hat ein Vordach noch gebaut, da war dann Platz, da stand dann eine Bandsäge drunter, die normalerweise hinten in dem Schuppen drin stand. Das sind große, ganz große alte Holz und eine Bandsäge war das. Die hat man immer mit dem Schlepper angetrieben, mit einem kleinen 16 Eicher. Die stand dann da drunter quasi stationär zum Holzsägen und in der Regel stand dann da noch einer von den Eichern drunter, dann meistens der Tiger mit dem Frontlader. Und dann war aber das Vordach auch schon wieder ausgenutzt und das hieß dann, dass ein zweiter Eicher in der Regel reinstehen musste. Und mit den Anbaugeräten ist halt auch so eine Sache, wir hatten eine große Dreschmaschine. Das ist eine große Köhl- und Böhm-Dreschmaschine, wunderschönes Teil. So, oh, ein traumhaftes Teil, man hat es leider verschenkt, aber ein traumhaftes Teil. Und die stand in der Scheune vorne und die Scheune war nicht sonderlich groß, damit war die Scheune schon ziemlich voll. Da ist im Grunde, hätte da jetzt noch ein Traktor davor gepasst. Es ist dann so, dass wir noch zwei Eggen hatten. Zwei Eggen und eine Sämaschine. Und die beiden Ecken, ne, so eine Kulti-Ecke und so eine klassische mit Zinken, die sind draußen gestanden. Die Sämaschine ist natürlich nicht draußen gestanden. Die ist die meiste Zeit hinter der Dreschmaschine oder vor der Dreschmaschine in der Scheune gestanden. Und ja, damit war im Grunde die Scheune dann belegt. Ne? Und es ist so, dass die Scheune vorne hätte zwar theoretisch noch ein... Warum kann ich jetzt hier nicht vorbeilaufen? Was ist hier los? Irgendwie ist da eine Kollision. Warum habe ich plötzlich Kollision hier mit der Türkolli? Merkwürdig. Ja, ich wollte eigentlich hier kurz F11 und den Start und Farmer anmachen. Und dann das hier mal packen. Und hier ein bisschen rüberziehen. So, perfekt. Dann stehen die nämlich hier. Jetzt könnte man theoretisch hier nochmal was reinstellen. Also, was wollte ich sagen? Genau. Manchmal stand da vorne dann Eicher drin. Aber meistens standen die Eicher draußen. Und da vorne standen manchmal ein Auto halb drin. Und Werkzeug und solche Sachen. Wie gesagt, das war im Grunde so kurz vor der Dreschmaschine, dass gerade noch ein kurzer Eicher gerade so ganz reingepasst hätte. Aber nachdem da dann andere Sachen standen, ja, und ne, die ganzen Heumaschinen, die standen sowieso draußen, dann Mähwerk und Heuwender und Schwader, die standen eh das ganze Jahr draußen, meistens auch auf der Wiese,
Und ja, na, wie gesagt, einer mindestens von den Schleppern musste draußen stehen, meistens beide. Und Anhänger standen sowieso draußen. Es ist einfach nicht wirklich genug Platz. So, wie ist das jetzt? Kann ich diese Tür hier aufmachen, ohne dass die hier davor geht? Geht die in die Richtung auf? Ich glaube fast, die in die Richtung aufgeht. Ne, es war einfach so. Wir hatten einfach keinen Platz für die Sachen, die wir hatten. Und ja, entsprechend weiß ich das nicht, ne, wie man zu so einer Scheunensortierung kommt. Weil wir hatten nie den Genuss einer großen Scheune, wo man die ganzen Sachen einsortieren konnte. Deswegen weiß ich nicht, wie das funktioniert. Unsere Nachbarn, die hatten alle ihre Maschinen in der Scheune, die hatten so richtig große alte Fachwerkscheune und die hatten auch so ein bisschen Nebenerwerbslandwirtschaft, aber so ein ganz kleines Spiel, mit so einem alten D423 McCormick, so 35 PS oder 40, ja 35 PS wurde da gehabt dann. Nur mal so ein bisschen in Relation zu kriegen, die hatten glaube ein oder zwei Äckerchen und immer noch so 3-4 Schweine. Und ja, die hatten auf jeden Fall eine wunderbare Sortierung, weil bei denen war echt alles in der Scheune verstaut. Gut, die hatten jetzt auch nicht ganz so viel, ne? Wenn es ans Dreschen ging, die hatten natürlich keinen eigenen Drescher, die hatten keinen zweiten Traktor. Wenn es ans Dreschen ging, haben die immer auch noch einen Anhänger von der Verwandtschaft ausgeliehen, weil sie nur einen kleinen Anhänger hatten. Aber die hatten definitiv, soweit ich weiß, ne, alle sonst. Pflug, Egge, Sämaschine und so weiter. An Pflug und Egge kann ich mir jetzt nicht mehr spezifisch erinnern. Sämaschine kann ich mir noch sehr gut erinnern, war so eine alte Isarie mit Holzrädern noch. Düngerstreu hatten sie, Spritze hatten sie, kann ich mich spezifisch noch an beides erinnern. Und ja, das ist in der Tat immer in der Scheune verschwunden. Und ja, so wie gesagt, so eine große Scheune hatten wir nicht, deswegen hat das bei uns nicht funktioniert. Ja, und ich meine, jetzt ist es im Grunde wieder genauso, in den letzten Jahren hatte ich keine große Scheune. Ne? Ich habe hier, wo der RS09 drin stand, wo wir jetzt im RS09 geschraubt haben, da wisst ihr ja, wie groß die ungefähr ist. Ihr habt ja gesehen, die Scheune. Die ist nicht so riesig, da passt im Grunde der RS09 rein und dann kann man noch drumherum laufen. Also die ist, von der Breite ist sie schon relativ breit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, der hat 3,5 Meter in der Breite oder sowas, und der RS09 ist bloß 1,50 Meter, also da ist ein Haufen Platz links und rechts, aber von der Länge her ist die Scheune vielleicht schätzungsweise 1,5 Meter länger als der RS09, 2 Meter vielleicht, aber na, in 2 Metern kann man halt wirklich landwirtschaftlich nicht viel unterbringen, eine Sämaschine vielleicht oder eine Egge, aber sonst nichts. Da standen aber andere Sachen drin. Von daher war dann nur der RS09 drin. Und sonst nichts, was ich sonst so habe. Einachsergeschichten mussten alle auch draußen stehen. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Unterstellmöglichkeiten am neuen Haus. Allerdings auch nicht ganz so viele. Ich weiß, die Nebengebäude habe ich noch nicht so intensiv gezeigt. Ich habe auf Discord ein paar Bilder gepostet, was ein bisschen besser zu sehen als in dem einen Video, in dem ich die Nebengebäude getourt habe. Da war es ein bisschen dunkel. Problem ist, es ist einfach immer noch dunkel. Ich habe jetzt zwar in der Scheune ein Licht, aber das ist noch relativ duster. Und die Scheune ist auch voll mit Heu und Stroh und Zeug. Ich werde da noch eine Tour machen, wenn es dann soweit ist, wenn ich eingezogen bin und ein bisschen mehr Zeit für solche Sachen habe. Nee, sowas ist nicht gedacht. Aber so geht's auch. Wie gesagt, ich habe da jetzt im Grunde habe ich eine kleine Scheune, die ist tatsächlich auch so vielleicht 3,5 Meter breit und ungefähr 6 Meter lang. Also im Grunde so groß wie die Scheune hier, wo der RS09 dran stand. Ich glaube sogar fast noch ein bisschen kleiner. Ich müsste mal beide ausmessen zum Vergleichen. Jedenfalls nicht so riesig groß. Und ja, ich weiß noch nicht, wie ich da die Sachen reinsortiere. Ich nehme mal an, dass da in erster Linie die Einachser-Sachen am Ende reinkommen. Wobei der Einachser wahnsinnig groß ist. Ich habe den Einachser im Moment drüben in der Werkstatt, nenne ich das immer. Das andere Nebengebäude, in das ich auch mal ganz kurz reingefilmt habe. Da ist ja die alte Wagner-Werkstatt ist ja drin mit den Transmissionen. Da können sich wahrscheinlich die meisten von euch erinnern an den Teil vom Video. Der geht davon ab quasi und davor ist ja so ein etwas neueres Gebäude aus den 80er Jahren. Das ist natürlich nicht so tief wie es lang ist. Ne? Das ist, glaube ich, so 4,5 Meter lang und ich weiß es nicht wie breit, 6 Meter, 7 Meter, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da jetzt den Einachser drin stehen und ich habe vorne noch 2 cm Platz, um das Tor zu machen. Es ist natürlich nicht hinten ganz an der Wand, weil da steht noch so ein alter Dieseltank, also ist es ungefähr einen Meter von der Wand weg, aber so lang ist der Einachser. Man denkt das gar nicht, ne? Man denkt, das ist so eine kleine Kiste der Einachser, aber erstmal ist ein Einachser nicht wendig. Einachser sind wahnsinnig unwendig, weil sie einfach den Knick so weit vorne haben und dadurch im Grunde keinen großen Lenkeinschlag und die Räder vom Anhänger so weit hinten draußen, dass es nicht wirklich wendig ist. Also ein Einachser ist tatsächlich ein sehr unwendiges Gefährt. Und so, da kommen wir jetzt hier gerade so rein. Ja. Und ja, ich krieg den gerade so um die Kurve gefahren, um da reinzufahren. Dann ist halt wirklich so, dass der die gesamte Länge in Anspruch nimmt. Und deswegen weiß ich nicht, wenn ich den Einachser rüber in die Scheune stelle, wo ich den ultimativ hin tun will,
wie es da platzmäßig aussieht. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich zwei nebeneinander hin tun kann, zwei Sachen, dass ich einen Einachser reinfahren kann in die Scheune und dass ich dann nebendran noch was anderes machen kann, nämlich zum Beispiel einen Autoanhänger. Habe ich nämlich jetzt auch einen alten mit Planenaufbau, kleinen, nicht wirklich zulassungsfähig im Moment, aber ist auch eher gedacht, um einen Schlepper dann dran zu hängen und mal Ziegen oder sowas zu transportieren. Jedenfalls dachte ich, der müsste da rein und dann der Einachser und der Gabelheuwender vom Einachser und der Fließer da reinkommen. Von daher, ich komme jetzt demnächst in den Genuss, ein bisschen Sachen einzusortieren, aber bisher war ich noch nicht in dem Genuss gewesen. Und ja, also ergibt sich ja. Ah, genau, der Vieranhänger, den müssen wir auch noch irgendwo unterbringen. Dann stelle ich den jetzt noch oben rein. Das war irgendwie lustig, wenn wir hier unten die Güllefassung Mischstreuer haben, wir oben im Vieranhänger, aber der Vieranhänger ist, glaube ich, ein bisschen breiter wie der Mischstreuer, deswegen passt der jetzt nicht hier unten zum Güllefass. Macht aber auch nichts. Dann wir packen den jetzt hier hoch. Und haben wir noch den Autoanhänger, den packen wir dann auch noch rein. Was ich eigentlich sagen wollte, ne, ich habe jetzt demnächst ein bisschen den Genuss, tatsächlich selber ein bisschen Maschinen tatsächlich in Join zu sortieren und nicht immer nur draußen hoch rum umeinander zu sortieren, weil das war bisher immer tatsächlich so. Meine ganzen Maschinen, alle Sachen, die ich habe, stand immer irgendwo draußen rum. Und es ist halt auch, das Grundstück hier ist länglich. Entsprechend musste ich, ne, unsere Einfahrt ist länglich. In unserer Einfahrt kann man locker vier Autos hintereinander stellen ohne Probleme. Die Einfahrt von vorne bis hinten zur Scheune, aber halt hintereinander und nicht nebeneinander. Und das heißt, immer wenn man hier irgendwie an irgendwas dran muss, den muss man umsortieren. Und nachdem die meisten meiner Fahrzeuge nicht gut oder gar nicht richtig fahren, ist das manchmal ein richtiger Spaß gewesen, das umsortieren. Das wird hoffentlich ein bisschen besser dann jetzt am neuen Haus, aber so ganz sicher bin ich mir da noch nicht, weil auch da ist natürlich eine gewisse Einfahrt vorhanden und in dieser Einfahrt passt vielleicht mit Glück zwei Autos nebeneinander gerade so, aber natürlich hintereinander mindestens zwei Fahrzeuge, von daher wird es auch da wieder ein bisschen so passieren. Ich verkasse wieder die Folge und das wollen wir ja nicht, deswegen würde ich mal sagen, machen wir jetzt noch eine ganz kurze Zeitaufnahme. Das lohnt jetzt sich nicht, ne? Ich muss nur noch den Anhänger vorhin verräumen. Wisst ihr was? Wir machen das einfach mal so. Wir machen keine Zeitraufnahme. Ich verräume jetzt vorhin den Autoanhänger, parke die Schlepper dann unter Dach, gucke, dass ich hier die Frontrad-Ambo-Geräte nochmal unter Dach bringe. Und das mache ich alles einfach mal kurz off-Kamera und dann sehen wir uns gleich wieder, weil, ne, so eine Mini-Zeitraufnahme. Wobei, nee, früher in Lost Park habe ich auch so Mini-Zeitraufnahmen gemacht. Machen wir wieder. Machen wir eine Mini-Zeitraufnahme. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Zeitrafferaufnahme beendet. Machen wir mal hier die ganzen Tore zu. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Jawohl, perfekt. So, ja genau. Zeitrafferaufnahmen sind alle beendet. Hier müssen wir jetzt definitiv demnächst die Automaten reinstellen. Und ich müsste dann mal hier reingehen können. Naja. Genau, was wollte ich sagen? Aufgeräumt ist jetzt alles. So ein bisschen, wenn wir vorne die Anbaugeräte jetzt hier hingestellt entlang, nämlich so auf die eine, na, die Forstgabel, die brauchen wir in der Regel ja eher selten, deswegen steht die jetzt in der Scheune, die anderen habe ich da vorne am Haus aufgereiht, hier an der Scheune meine ich, und ja, in der Schwarte können wir jetzt im Moment nicht reinstellen, deswegen habe ich jetzt auch den Anhänger schon mal reingestellt, das macht nichts. Ich hätte natürlich den Schwarte mal hier reinstellen können, aber wir müssen hier auch rein für die Ballen. Hier klemmt mal wieder das Rücklicht, beziehungsweise das Bremslicht, einen Moment. So, ja, jetzt habe ich hier den ZT reingefahren und zwar so ein bisschen schräg. Wieso, weshalb, warum? Erstens mal müssen wir gucken, dass wir den Eichelholz fürs Eicheltreffen fertig kriegen. Zum anderen aber habe ich mir gedacht, ne, ich hatte es schon länger vor, dass wir am ZT ein bisschen an der Drehzahl schrauben. Der Motor, den gibt es ja mit 125 PS tatsächlich und 2300 Umdrehungen oder so. Und diese Kiste hier macht nur 1800 Umdrehungen. Das ist ein gedrosselter LKW-Motor im Grunde im ZT oder ein gedrosselter Universalmotor. Der Motor wurde ja auch im Mähdrescher verbaut. Der Motor wurde im LKW, in der MW50 verbaut. Ich glaube, der Motor wurde auch im Schwadmäher verbaut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, im Häcksler haben sie einen Sechszylindermotor verbaut. Aber jedenfalls war das ein Universalmotor, der diverse
Einsatzmöglichkeiten oder Einsatzverwendungen in der DDR fahren. Und im ZT-300 bzw. 323, also in den ganzen ZT-Schleppern, hat der halt anfangs 80, ne, dann später 90 und ich glaube am Schluss 100 PS gehabt, ziemlich genau. Ja, da ist noch ein bisschen was rauszuholen. Und nachdem wir so minimal größere Reifen haben, weil der so minimal schneller fährt, dachte ich mir, wir holen da jetzt einfach noch mal ein bisschen Drehzahl raus. Und wenn wir noch ein bisschen Drehzahl rausholen, dann kommt da sicher halt noch ein bisschen Geschwindigkeit raus und vor allem ein bisschen mehr Dampf, ein bisschen mehr Power. 110 PS wäre natürlich schön. Vielleicht kriegen wir auch die 125 hin. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Problem ist. Der LKW hat eine ganz andere Einspritzpumpe, der hat eine andere Regeltechnik, der hat andere Kennlinien und so weiter. Das ist ein Vollgas-Leerlaufregler im LKW. Der hat, na, der kann nicht so wirklich das genaue Gas regulieren. Und Schlepper ist das ein eine Regler für halt was man in so einem Schlepper braucht. Ne? Wenn ich per Handgas 1400 Umdrehungen einstelle, dann regelt der halt auch exakt 1400 Umdrehungen. Wenn da jetzt ein LKW-Motor drin wäre und ich per Handgas 1400 Umdrehungen einstelle, dann hat er da keine korrekte Regelung für diese 1400 Umdrehungen. Das heißt, ohne Last dreht er dann ein bisschen schneller und wenn er Last kommt, dann dreht er schnell rückwärts und regelt nicht wirklich nach. So wirklich regeln tut er nur bei Vollgas und bei Standgas. Ja, im Übrigen, also kleine Off-Topic oder kleine Nebeninfo, der RS09, der GT 124, bin ich mir nicht sicher, aber der RS09 definitiv mit dem Wachalowski-Motor, der hat auch nur eine Vollgas-Standgas-Regelung, das heißt, auch bei dem kann man schwer Halbgas regulieren und einstellen. Das habe ich tatsächlich selber schon so erlebt. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Genau, das dachte ich mir, machen wir jetzt einfach mal, dass ich da mal ein bisschen anfange an der Schraube zu drehen. Es ist natürlich so, dass man sowas nicht von jetzt auf gleich machen kann. Ich muss ein bisschen an der Schraube drehen, dann muss ich testfahren, ein bisschen Schraube drehen, testfahren, ne, gucken, auch wegen der Rauchgrenze, wobei Rauchgrenze bei so einem Ossi-Motor ein bisschen schwierig ist. Ne, die QualmE ist einfach so, dass die nicht, die Verbrennung ist irgendwie, die könnte vielleicht ein bisschen sauber sein, wobei der ZT23 ja schon relativ ausgereiften Universalmotor hatte, aber dennoch, ja. Es ist halt tatsächlich einfach so eine quasi rauchfreie Verbrennung, wie man es von den alten Eichern kennt. Die sind alle sehr, sehr mager eingestellt und haben eine extrem saubere rauchfreie Verbrennung. Das findet man natürlich im ZT nicht, der Qualm sowieso. Jedenfalls aber ein bisschen Rauchgrenze einstellen, gucken, dass wir es nicht zu extrem machen und Testfahren und sowas. Es ist ja auch ein Unterschied, ist ja im Grunde ein Unterschied, ob wir die Maximaldrehzahl verstellen, da müssen wir ja am Regler bei und am Endanschlag für den Regler. Allerdings natürlich für die Maximaldrehzahl brauchen wir auch ein bisschen mehr Sprit. Und wenn wir aber die Spritmenge an sich auch nochmal verstellen, dass wir auch unten raus ein bisschen mehr Dampf haben, dass wir auch mehr Leistung bekommen und nicht nur mehr Drehzahl, wobei mehr Drehzahl immer auch minimal mehr Leistung mitbringen, weil Drehzahl ist ja, beziehungsweise Leistung ist ja Drehmoment mal Drehzahl. Jedenfalls, um das lange Rede, kurzer Sinn, ich mache da mal ein bisschen hin und her. Ich habe allerdings auch da unten unser Händlerfreund oder Freundhändler oder na, zumindest der Händler unten, mit dem wir ja nicht ganz unbefreundet sind. Und der hat eine Zapfwellenbremse, soweit ich weiß. Und da würde ich ganz gerne mal runterfahren damit. Und dann testen und einfach mal gucken, ne, was das für aus dem Motor auch. Na, wenn ich dann das Ding vor die Zapfwellenbremse stelle und da plötzlich 150 PS hinten rauskommt, dann drehe ich den wieder zurück, weil ich will das Getriebe und den Motor und alles ja auch nicht schrotten. Von daher, weil man das halt schlecht im Gefühl hat, probiere ich jetzt mal ein bisschen rum und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir nun und ich habe jetzt mal ein bisschen was gedreht und wir gucken jetzt einfach mal, was geht. Das hat sich sogar gereimt. Na, ich habe ihn nur Test fahren lassen, gerade Test laufen lassen. Und wir kommen auf jetzt 2096 Umdrehungen. Die Drehzahlanzeige vom ZT, die ist überhaupt nicht mehr genau. Na, da ist irgendwie der Zeigerfurz oder keine Ahnung. Ihr seht das, der zeigt hier nicht mal eine 1700 Umdrehung an. Aber ich habe einen Magnetschalter vorne dran. Beziehungsweise ein Magnetschalter ist nicht der richtige Begriff. Ein Rädkontakt vorne drauf geklebt. Ein kleines Magnetchen auf die Kurbelwelle. Vorne auf die Riemenscheibe. Und habe da einen Drehzahlgeber für mein Multimeter. Ne? Ich habe so ein Multimeter mit so einem Drehzahlgeber dran. Das war mal gar nicht so billig, aber das ist sehr praktisch für diese Zwecke und dadurch kann ich die Drehzahl sehr, sehr genau sehen. Und jetzt fahren wir einfach mal eine Runde damit und gucken mal, wie sich das anfühlt. Ob wir da noch ein bisschen mehr rausholen, ob wie die Leistung sich anfühlt in diesem Drehzahlbereich. Das ist ja auch fraglich, wenn da keine Leistung mehr kommt. Dann müssen wir jetzt auch mal gucken, ob man nicht vielleicht überhaupt erstmal. Und keine Sorge, der Motor ist warm. Also nicht eiskalt und wir machen hier Vollgas. So, müssen wir natürlich auch mal gucken, wie das denn ausschaut mit Leistung generell. Am besten an einem Berg ausprobieren oder so. Ob wir da nicht auch noch ein bisschen mehr rauskitzeln können dann. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie viel hier quasi nochmal Drehzahl rauskommt.
Das wäre jetzt hier Vollgas, ne? Knapp 31 km/h kriegt man damit hin. Und ja, laut GPS ist natürlich die Frage, wie gut das jetzt ist. 36 machen wir jetzt damit schon. Das lohnt sich natürlich. Eine 200 Umdrehung mehr, 5 km/h mehr, das lohnt sich. Ja, aber ich habe jetzt das Gefühl, ne, wenn wir hier ein bisschen unsere Rauchentwicklung angucken, die ist noch nicht so extrem. Ich habe jetzt auch nur mal an der Drehzahl geschraubt. Ne? Ich habe jetzt nicht an der Einspritzung geschraubt, weshalb ich mal davon ausgehe, dass der auch relativ schnell in die Knie geht bei dieser Drehzahl. Das nicht so wirklich halten kann, also nach wie vor seine, was auch immer, der 100 PS standardmäßig hatte. Müssen wir mal gucken, wie gesagt, ich hätte schon gern ein paar PS mehr. Persönlich bin ich mal gespannt, wenn wir den Buckel rauffahren. Wir gucken einfach mal. 33, ja doch, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es ein bisschen besser rauszieht. Na klar, ich meine, wir haben ja auch mehr Drehzahl zur Verfügung jetzt. Idealerweise müssten wir jetzt natürlich einen schweren Anhänger anhängen und das mal ausprobieren. Aber ich habe keinen schweren Anhänger, ne? Hätten wir jetzt mit dem Güllefass machen müssen, aber wir haben leider keine Gülle mehr. Das wäre sonst ideal. Einen richtig schweren Anhänger anhängen. Und dann mal gucken, na, wie wir den Buckel hochkommen. Aber unten raus zieht er definitiv nicht besser. Ne? Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt noch nichts aufgedreht. Ich habe nur mal die Drehzahl erhöht. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter. Ne? Also der kann ja bis 2300 Umdrehungen im LKW. Das machen wir auch. Ne? Also das probieren wir definitiv aus, würde ich mal sagen. Habe jetzt halt leider auch nichts, was leer viel wiegt. Ne? Wenn ich dann einen Anhänger hätte, der leer sehr viel wiegen würde, wäre das natürlich was anderes. Moment mal. Ich habe da gerade eine Idee. Das wäre doch was. Der würde leer bestimmt nicht ganz leicht sein. Aber der hat so eine K80 Kugelaufhängung, müsste das glaube ich sein, und die haben wir nicht. Na gut, dann hat sich das auch erledigt. Schade. Das wäre sonst cool gewesen. Na, ihr seht, wir kriegen ein bisschen schwarze Fahne oben raus, aber nicht so viel. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal gemütlich heim, beziehungsweise ich fahre vorhin gemütlich heim, drehe dann nochmal ein bisschen an der Schraube, zum einen Drehzahl noch ein bisschen mehr, und dann muss ich aber tatsächlich auch mal ein bisschen Diesel nachgeben. Und dann gucken wir mal, was letztendlich aus der Kiste rauskommt. Und ja, ich würde mal sagen, bis gleich. So, jetzt muss ich doch mal die Kamera anmachen. Ich habe ein paar Testfahrten gemacht, ein paar Mal zurück zur Werkstatt und wieder Testfahrten. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich war noch nicht an der Zapfwellenbremse, aber erstmal der Motor. 2356 Umdrehungen laut Anzeige machen will. Ich glaube, da stelle ich jetzt nichts mehr rum an der Schraube. Jetzt geht die Kiste richtig wild. Eieieiei. Na, 41 km/h machen wir jetzt laut GPS. Und ja, 2346 Umdrehungen Spitze. Das ist. Ach, das macht Spaß. Ich kann es euch sagen, das macht Spaß. Er hat jetzt auch ein bisschen eine Wolke. Man sieht es jetzt hier von innen nicht so ganz, aber er hat ein bisschen eine Wolke jetzt. Also die Rauchgrenze haben wir vielleicht ein bisschen mehr überschritten, als ich das dachte. Darum vermute ich mal, dass wir die 125 PS auf jeden Fall erreicht haben. Aber wir werden es dann mal auf dem Leistungsprüfstand testen. Vielleicht nicht unbedingt heute, aber irgendwann demnächst mal. Aber natürlich macht das jetzt richtig viel Spaß, mit dieser Kiste hier zu fahren. Das ist, was dem noch gefällt hat, ne? Geschwindigkeit. Das ist einfach was ganz anderes, ein ganz anderes Fahrgefühl, wenn man jetzt hier oben hockt und nicht bei 18 Umdrehungen und 31 km/h fährt, sondern 41 km/h und ein paar Umdrehungen mehr. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Der Motor hört sich anders an und man ist einfach viel schneller unterwegs. Man braucht das jetzt hier nicht unbedingt, aber es ist schon schön zu haben. Das ist mal, bin ich mal gespannt. Ne? Wir haben jetzt natürlich hier bei 41 km/h auch eine höhere Geschwindigkeit, von der wir eventuell runterbremsen können. Aber man sieht das doch. Ich denke, man fühlt das, dass er mehr Leistung hat. Ich meine es zumindest mal einzubilden, dass man das fühlt, dass es einfach ein bisschen mehr Einspritzt, dass ein bisschen mehr Dampf kommt. Geht natürlich alles auf zugunsten der Leistungsfähigkeit des Motors, ist ganz klar. Ne, in so einem LKW
Der Motor wird nicht immer Vollgas und Volllast gefahren. Deswegen kann man in so einem LKW-Motor in der Regel mehr rausholen als in einem Traktor. Deswegen ist es ganz oft so, dass LKW-Motoren in Traktoren nicht ausgereizt sind. Da ist es ja bei IHC ähnlich. Dann haben wir auch so LKW-Motoren im Grunde, die großen alten IHCs. Deswegen lassen sie sich auch so wunderbar aufdrehen. Wobei das hier ja kein LKW-Motor an sich ist, sondern ein Universalmotor. Aber na, halt, wenn Motor, Industriemotor oder halt Motor, der nicht unbedingt für einen Traktor entwickelt ist, für einen Traktor verbaut wird, dann werden die oftmals ziemlich zurückgetuned. Zum einen für den Kraftstoffverbrauch, weil in einem Traktor fährt man ja meistens sehr konstante Lasten, sehr konstante Drehzahl. Im LKW hat man zwar viel Beschleunigung und so weiter, und Beschleunigung braucht richtig Dampf, aber dann, ihr kennt das alles vom Auto, ne, schön vorausschauend fahren und so weiter, braucht nicht so viel Kraftstoff, oder für alle, die vielleicht ETS fahren und da versuchen, gute Kraftstoffbilanzen hinzukriegen. Beim Traktor ist es ein bisschen ähnlich. Ne? Da hat man nicht einen Kilometerverbrauch, sondern im Grunde einen Stundenverbrauch, weil halt im Grunde dann die Last meistens relativ konstant und hoch ist. Und entsprechend werden die Motoren dann ein bisschen runtergedrosselt, auch eben um die Leistung, die Lebensdauer von dem Motor ein bisschen zu erweitern. Weil wie gesagt, in einem Fahrzeug, in einem Auto oder in einem LKW hat man nicht so eine konstante, langfristige, schwere Last, sondern man hat halt im Grunde immer kurze Lastspitzen und dann ist der Motor aber wieder relativ entspannt. Ne? Es braucht sehr viel Leistung, um, keine Ahnung, 40 Tonnen quasi auf Geschwindigkeit zu bringen, aber es braucht nicht so viel Leistung, diese Geschwindigkeit dann zu halten. Die Leistung wird dann erst wieder am Berg abgefragt oder eben, wenn man abbremsen muss und wieder erneut beschleunigen. Und entsprechend, ist es natürlich fragwürdig, wie viel oder wie gut das ist, wenn man jetzt so einen LKW-Motor, der quasi im LKW mehr Leistung und mehr Drehzahl macht, im Schlepper auch so einstellt. Ich habe da nicht so viele Bedenken. Der Schlepper ist jetzt schon alt. Der Motor muss vielleicht eh irgendwann mal gemacht werden, und wenn wir quasi da ein paar Betriebsstunden weniger drauf kriegen, ist das jetzt nicht so wild für den Spaß, den wir da währenddessen haben. Und wenn die Kiste dann noch bei mir ist, wenn es soweit ist, dann muss ich das machen. Von daher, mein Motor ist immer, wenn man es selber reparieren kann, dann kann man es auch selber kaputt machen. Und von da habe ich da an sich weniger Bedenken, aber ich denke auch nicht, dass da wirklich was passiert. Es ist ja nicht so, dass wir den Schlepper als 125 PS Schlepper an der Leistungsgrenze konstant einsetzen, sondern dass wir den Schlepper im Grunde im Moment ja schon damit 100 PS kommen wir eigentlich ja locker klar. Der einzige Grund, warum wir den hier statt dem hier für vieles nutzen, ist das Gewicht, ne, weil es einfach besser auf den Boden bringt, jetzt auch mit den großen Reifen. Aber es ist ja nicht so, dass wir die 125 PS konstant brauchen, sondern ist halt tatsächlich einfach schön, wenn man mit einem schweren Anhänger Berg hochfährt, dass man ein bisschen mehr Dampf hat, oder wenn man irgendwie an einem hügeligen Feld in eine schwierigere Stelle kommt, dass man ein bisschen mehr Dampf hat. Ne? Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier das Ding quasi als 125 PS Schlepper vor entsprechenden Geräten einsetzen, die für 125 PS ausgelegt sind oder Minimum 125 PS, also richtig viel Dampf, sondern der ist jetzt ja, wie gesagt, im Grunde meistens nicht maximal belastet. Darum habe ich da eigentlich relativ wenig Bedenken. Ich schätze mal, dass die Belastung für den hier ähnlich sein wird wie im LKW. Und ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, wir gucken mal, dass wir die Tage mal einen Termin bekommen bei einem Leistungsprüfstand unten, beziehungsweise was heißt Termin? Ich muss da einfach mal anrufen, mal fragen, ey, wie schaut's aus? Kann ich da mal vorbeikommen? Ich meine, ich kann das Ding ja nicht bedienen. Ne? Ich weiß nicht, wie der Leistungsprüfstand funktioniert. Von daher brauche ich natürlich dann schon jemanden, der mir das macht. Entsprechend muss ich da natürlich schon gucken, dass auch jemand Zeit hat, aber ich nehme mal an, dass man da ein paar Euro in die Kaffeekasse oder einen Kasten Bier mitbringen, und dann wird das schon klappen. Hoffe ich mal, dass man da nicht so ganz offiziell Termin und Preis und was weiß ich was alles braucht. Ich würde mal sagen, ich bastel mal hier auf den Eicher, geschwinde die Haube drauf, das wird auch allerhöchste Zeit. Und so machen wir das. Ne? Ich bastel da mal eben die Haube drauf und sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und die Haube ist drauf. Die Motorhaube ist drauf auf dem Flapperchen. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ta-da-da-da. 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 Jawohl, jawohl. Der Karren ist zugelassen. Der Schlepper ist zugelassen. Das sieht jetzt hier irgendwie ziemlich, nicht schön aus. Mit Nummer und Schild. Ohne sah es tatsächlich schöner aus. Ist einfach so. Vorne ist noch viel schlimmer. Wo habe ich das Nummernschild vorne? Ich habe es hier. Es ist so, ne, da wo ich jetzt hier, na, ihr könnt das nicht wirklich sehen. Jetzt könnt ihr sehen. Wo macht man bei so einem alten Rundhaube-Eicher das Nummernschild hin? Normalerweise hier. Na, wenn man es hier hin montiert, vorne unter der Haube, dann geht das so ein bisschen unter dem Gitter hin, unter der Haube. Passt dahin, verschwindet ein bisschen unter der Stoßstange, geht aber. Oder man lässt die Stoßstange halt weg, dann sieht man sowieso. Das Problem ist, ich habe kein kleines Nummernschild bekommen. Ne? Da braucht man so ein kleineres Schlepperkennzeichen, und habe ich nicht bekommen. Nur so große. Hier haben wir überall so große drauf.
Und das, ich habe da vorne hingehalten, wie ich wollte. Das passt einfach nicht. Die Hälfte verschwindet unter der Stoßstange und da war ich bestimmt für angehalten. Jetzt habe ich es mal provisorisch da unten befestigt. Ja. Ich habe zwei ganz kleine Löchlein in diesen Axträger reingebaut, wirklich ganz kleine M4 und ein kleines Gewinde reingeschnitten. Und dann zwei kleine M4-Schräubchen hier dran gemacht, womit ich das befestigt habe. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil, ja, ich wüsste nicht, wo recht, wo sonst. Das Problem ist hier, und dann, wenn ich irgendwo dagegen fahre, das ist jetzt der tiefste Punkt vom Schlepper, abgesehen von der Akkuschiene, bleibe ich irgendwo hängen, ist das Nummernschild krumm. Ist sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Aber da ist es erstmal aus dem Weg und ich wollte einfach nicht hier vorne vor den Grill setzen, das sieht einfach doof aus. Ich habe mir auch überlegt, hier irgendwo seitlich an der Achse, das habe ich auch schon gesehen, aber da müsste ich dann eine spezielle Halterung dafür bauen, kann ich ja nicht einfach in die Blattfedern reinschrauben. Die bewegen sich ja auch und das ist ja auch Federstahl, das ist nicht so toll zum Bohren. Entsprechend habe ich es jetzt erstmal da unten hin gemacht. Und was euch auch auffällt, das sind schwarze Kennzeichen, der ist also nicht grün zugelassen, der ist auf schwarze Nummer zugelassen, ganz stinknormal. Das bedeutet, dass wir den. Ach nö, meine Pedale. Jetzt. Das bedeutet, dass wir den auch ohne Probleme spazieren fahren können, nur Ausfahrten damit machen und so weiter und uns keine Gedanken drum machen müssen, was da eventuell dann auf uns zukommt, falls wir angehalten werden. Ja, deswegen hat der schwarze Kennzeichen bekommen. Habe ich einfach gedacht, passt für den hier gut. Ich kann ihn ja trotzdem in der Landwirtschaft einsetzen. Aber ja, dafür, dass ich theoretisch alles damit machen kann, dafür hat er jetzt schwarze Kennzeichen. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal unsere erste Ausfahrt. Und unsere erste Ausfahrt führt uns runter zur Tankstelle. Wir haben hier nur Notbehelf reingetankt, ne, letztes Mal, als wir liegen geblieben sind. Und ja, entsprechend fahren wir jetzt mal runter zur Tankstelle und tanken mal den Tank voll. Aber ja, er fährt sich eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin ja schon ein bisschen damit rumgefahren, mal hin und wieder. So eine richtig lange Ausfahrt haben wir natürlich noch nicht gemacht oder was damit gearbeitet, seitdem die Einspritzpumpe überholt wurde. Aber ja, es sollte jetzt eigentlich alles so laufen. Vom Qualm her, ne, er macht ein bisschen Qualm, ist jetzt auch nicht so ganz so gut, müssen wir mal nochmal danach gucken. Ich habe das Gefühl, dass der ja ein bisschen falsch eingestellt ist. Also die Einspritzpumpe, die war ja eigentlich zum Überholen und die hätte eigentlich korrekt eingestellt werden müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht ganz korrekt nach Originalwerten oder so eingestellt wurde. Ich weiß es nicht, da muss ich nochmal am besten mit dem Eichel hin zum Postdienst gucken, was der sagt. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der quasi, ja, bei Maximaldrehzahl ein bisschen merkwürdig abregelt, dass da irgendwas nicht ganz korrekt ist. Ich bin mir nicht so sicher, was, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da was nicht ganz stimmt. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach so, dass sich das legt, ne? Weil wir haben ja sehr viel Ruß und Ablagerung in den Zylindern, in den Kolben, in den Zylindern, in den Brennräumen. Es kann auch sein, dass die Einspritzdüsen jetzt nochmal neu müssen. Der lief ja viel zu fett, ne? Der lief ja wahnsinnig fett, da hat der Diesel reingehauen, das gibt's gar nicht. Und es kann natürlich gut sein, dass wir dadurch jetzt uns die Einspritzdüsen irgendwie ruiniert haben oder das halt sonst irgendwie. Deswegen muss man den jetzt mal ordentlich auf Temperatur bringen. Mal richtig warm fahren ein paar Mal und dann einfach mal gucken, was denn so passiert, ob wir das wieder behoben kriegen, ne, ob das mit dem Qualm sich legt. Kann natürlich sein, dass einfach auch der Auspuff jetzt, ne, voll ist mit Ölkohle und so weiter und dass das frei brennt und rausbrennt. Weil, ja, ansonsten läuft eigentlich echt wunderschön. Er merkt, dass er läuft jetzt, er ruckelt nicht mehr so. Es ist alles so, wie man sich das vorstellt. Nur wie gesagt, Qualm ist halt, sollte eigentlich nicht so sein, wie es ist. Deswegen, ja, müssen wir mal schauen. Ob sich das legt. Und sonst vielleicht müssen wir auch nochmal neue Einspritzdüsen machen. Müssen wir mal gucken. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen den Diesel reintanken. Und ach, ist das herrlich. Endlich können wir hier ohne Bedenken auf der Straße fahren. Ist das nicht schön? Doch, das ist schön. So, bitte einmal voll tanken. Beziehungsweise müssen wir selber machen. Na, Service tanken gibt es ja heutzutage im Grunde fast nirgendwo mehr. Übrigens finde ich das schade, dass man nicht aussteigen muss zum Tanken. Aber okay. So, und dass das Tanken so schnell geht, das finde ich auch schade. So, aber jetzt haben wir vollgetankt. 40 Liter. Relativ günstig. Und fahren wir hier raus, ne? Fahren wir in die Richtung raus. Warum auch nicht? Ach, macht das einen Spaß. Aber wir brauchen größere Räder. Ne? Ich habe das schon eine ganze Zeit gesagt, mir gefällt das nicht mit den kleinen, winzigen Rädchen, die da drauf sind. Das dürfte auch nicht original sein. Na, mein Schwiegervater hat ja auch gesagt, hä, was sind das für Räder, als er den zum ersten Mal gesehen hat. Da waren früher definitiv größere Serienbereifungen. Das ist die kleinste Serienbereifung, die es auf dem Flapper gab, die hier jetzt drauf ist.
Ich habe aber schon gefragt, ne, meinen Nachbarn, dass der Schlepper, der kam schon so zu ihm. Ne? Also der hat die nicht selber so kleine Felgen drauf gemacht, sondern die Felgen kamen schon so zu ihm. Deswegen weiß er das auch nicht, wo die originalen Felgen abgeblieben sind oder halt die Originalgröße abgeblieben ist. Aber wir brauchen definitiv originale Räder, dann kommen wir vielleicht auch auf die 30 km/h an. Mein GPS sagt 28. Das ist natürlich zwar das, was theoretisch angegeben ist, ne, im Brief steht glaube ich 28,5 oder sowas, aber mit der korrekten Bereifung sollte er schon so an die 30 km/h erreichen eigentlich. Ja, wäre natürlich schön. Wir können natürlich auch richtig fette Räder drauf machen, aber ganz ehrlich, dieses kleine Eichelchen, das braucht das nicht unbedingt. Klar, wir haben kein Allrad, da könnte man ein bisschen kompensieren, wenn man hinten ordentlich Schlappe drauf macht. Aber wir haben genug Schlepper zum Arbeiten. Der hier, ja, der darf auch mal ein bisschen seine Muskeln spielen lassen. Alle 3 Zylinder und 40 PS dürfen da auch mal ran. Aber ja, der muss jetzt nicht hier hinten riesen Schlappen drauf kriegen. Ja, das ist ja auch optisch jetzt nicht unbedingt ein Highlight dann. Vor allem, wenn wir vorne Originalgröße drauf haben und das ist ja auch kein Allradler und sowas. Von daher denke ich mal, passt das vollkommen, wenn wir hinten normale Originalgröße drauf machen. Ich würde auch versuchen, dass wir mit einem Radialreifen drauf machen, nicht Diagonalreifen drauf machen, also mit dem altmodischen Spiel. Es gibt ja immer die Variante, dass man sich irgendwie einen modernen Reifen zulegt, ja, zum Beispiel so einen Trellebaug oder sowas drauf macht, aber das passt einfach nicht. Ich finde, das sieht schön aus und ich möchte wieder so ein Profil haben und so. Na, der muss nicht modern sein. Es wäre jetzt was anderes, wenn der Schlepper nochmal 20 PS mehr hätte, na, so im Bereich von 50 bis 60 PS und Allrad hätte, na, dann wäre quasi auf Ebene mit unserem 3066. Damit kann man richtig was einsetzen. Na, mal angenommen, ich hätte so ein 50 PS Eichen, ein kleiner Mammut oder sowas. Dann würde ich das tatsächlich anders machen. Dann würde ich vermutlich wirklich gucken, dass ich ordentliche Bereifung drauf kriege, dass wir den hier auch ordentlich einsetzen können. Ein bisschen breiter, dass es auch im Grün ein bisschen schonend ist, dass wir auch ein bisschen mehr Grip haben, wenn es ein bisschen matschig ist und sowas. Und ein modernes Profil drauf machen, ne, das ist halt auch von der Selbstreinigung, vom Grip und so weiter. Reifentechnisch hat sich viel weiterentwickelt. Aber wie gesagt, diese Schleppe hier, der ist nicht für diesen Zweck und entsprechend ja, passt das da einfach nicht. Und deswegen denke ich mal, ne, wenn man die originale Reifengröße, die normale Seriengröße, ne, die kleinste und die normale Seriengröße da drauf machen, wäre ich glaube ich eigentlich voll und ganz zufrieden. Ja. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Doch, das macht Spaß. Königssiegerfahren macht sehr viel Spaß. Fahren wir so der Abendsonne entgegen. Ach, da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut. Und jetzt läuft er und wir haben Nummernschilder dran. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Genießt mal ein bisschen den Klang des Dreizylinders. Ja, können wir hier Vollgas runterfahren. Überhaupt gar kein Problem. War das doch ein relativ erfolgreicher Tag heute. Ne? Wir haben ein paar Sachen nicht gemacht, zum Beispiel richtige Arbeit auf dem Hof. Mist gefahren zum Beispiel, bevor ich mich drücke. Ne? Mit dem Anhänger Mist auf dem Feld fahren ist das nicht unbedingt meine Lieblingsarbeit. Lieber würde ich es gleich verstreuen, aber das haben wir ja festgestellt, dass das keine so gute Idee ist. Das hätte ich eigentlich gerne gemacht heute, aber das ist jetzt nichts geworden. Da haben wir jetzt verbockt. Aber das macht nichts. Morgen ist auch noch ein Tag. Dafür haben wir jetzt den ZT aufgedreht, da haben wir jetzt ordentlich Dampf. Da macht natürlich, ne, könnte man vielleicht sogar den großen Fliegel, das wäre eine Idee. Wenn wir auf den Fliegel die Bordwände wieder draufschrauben, den Fliegel, doch, das ist ein Fliegel. Menschenkind, hab mich gerade schon selber durcheinander gebracht. Dann werden wir auf den Fliegel die großen Bordwände draufschrauben und dann mit dem Fliegel Mist aufs Feld rausfahren mit dem ZT, können wir den mal richtig freipusten, das wäre doch was. Andere Variante wäre natürlich nur mit dem Eichelchen hier und dem kleinen Anhänger, da wäre der Eichel auch sehr ausgelastet, aber ich glaube, mit dem ZT macht das ein bisschen mehr Spaß. Mit einem großen Flieger kriegen wir ordentlich was geschaffen. Und wir gehen deutlich mehr drauf als auf das kleine Anhängerchen. Und ja, das wäre doch was. Doch, das wäre. Das machen wir so. Ja. Eventuell habe ich auch noch eine Neuanschaffung. Wie jetzt? Was jetzt? Keine Sorge. Nichts Teures, nichts Großes. Aber ich habe bei Kleinanzeigen vorhin was entdeckt, wo ich geschwind mal auf dem Handy geguckt habe nebenbei. Da muss ich jetzt nachher heute Abend drin im PC gucken, richtig Bilder in groß, ob das eventuell was für uns ist. Und ja, wo wir gerade von Anhängern reden, hätte das gut reingepasst. Aber da müssen wir auch mal gucken. Vielleicht machen wir das auch noch morgen irgendwann. So, parken wir den jetzt hier erstmal in die Mitte. Dann der muss jetzt ja nicht mehr unbedingt drüben an der Werkstatt. Wir haben immer noch unseren halb angefangenen Hydraulikanschluss, den wir noch fertigstellen müssen und so weiter. Habe auch festgestellt, dass die Bremsen nicht ganz so ziehen, wie sie ziehen sollten. Vielleicht müssen wir da doch auch mal noch ran. Aber ja, im Großen und Ganzen ist der Eichel wieder ganz.
Ach, ist das schön. Wie gesagt, hier an dem Fliegel, da sieht man auch schon Größenunterschiede. Wenn wir da ordentlich Bordwände drauf machen, dann können wir hier viel Mist drauf laden. Das wäre doch was. Und ja, dann fahren wir den ganzen Pferdemist raus, fahren wir den ganzen Mist von den Rindern unten raus, machen das an verschiedene Wiesen hin, an der Seite auf Haufen und ja. Wisst ihr was? Jetzt haben wir, wie gesagt, nicht viel geschafft in dieser Folge. Also, ja, doch einiges, aber nicht so wirklich. Nichts, was wir Zeitrafferaufnahmen technisch verarbeiten könnten. Dann haben wir mal wieder ein bisschen ja, Zeitrafferaufnahme vermisst. Es tut mir leid. Zeitrafferaufnahmen. Ja, wenn wir dann wieder richtige solche Arbeit machen, dann gibt es auch wieder mehr Zeit. Es ist einfach, ne, es kommt so, wie es kommt und so nehme ich es auch, wie es kommt. Und ja, alles einfach so, wie es ist. So ist es einfach. So, ganz kurz noch. Es schaut eh keiner bis zum Ende, aber das hier ist kein Trailer. Das ist über einen Seasons Geo gemacht. Weil die Frage doch sehr häufig kam, obwohl ich es vor zwei Videos ganz genau erklärt habe, was ich hier eigentlich habe. Ja, genau. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich höre auf zu sagen, genau. Ich bin jetzt still. Ich beende das Video an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.